Ja, willkommen. Der hört seine dummen 5 immer. Ja, dann drückst du nicht die 5. Das hat die Aufnahme. Ja, so. Letzte Folge. Nee, ist ja nicht die letzte Folge. Nächste Folge von dem ersten Einkauf sozusagen. Quasi die letzten Kisten der Staffel. Richtig, dann müssen wir wieder neue kaufen. Chroma-Kisten, die wertvollste aus dieser Staffel, wie du sie gerade genannt hast. Ja, ja. Ja, stimmt, die wertvollste, ja doch, stimmt. Hast du gesagt, ist der Doppler? Doppler, ja. Doppler, kann der Doppler drin werden. Oh, die geile Shatterbox sieht sehr geil aus, die Manowar sieht... Die welche? Ich mach mal auf, warte. Oh, krass. Sind generell sehr, sehr geile Waffen bei. Diese geil, die haben so ganz viele Totenköpfe oben drauf. Die Glock 18, das hat man bei dem anderen Case doch schon gehabt, aber das ist ein anderer Name, ne? Ja, ja, das hat so Totenköpfe oben drauf. Die anderen sind alle... Oh, die Dual Barrettas, die sehen geil aus. Die sind so blau mit so ganz hellem Blau und so Tarnflecken. Abgesägte Schrotflinte, die beiden. Die Naga ist auch ganz geil, die hat so Tri-Wits drauf. Was ist denn hier? Kartell. Achso, ja, die hat auch so eingeritzte. Achso, die ja. Totenköpfe, so. Ja, die sieht man nicht so gut. Dragon King ist mega hässlich, finde ich. Die Muertos ist richtig geil. Die so rot-schwarz mit Totenköpf. Viele Totenköpfe hier, muss man sagen. Mhm. Manowar ist so gold-blau. Ziemlich cool. AWP. Mhm. Sieht so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Sieht cool aus. Und das ist hier so. Sieht so ein bisschen Guerilla-mäßig aus. Auch mit Totenköpf mal wieder. Shadowbox. So Zebrastreifen und so. Das ist ganz geil. Alles klar. Und seltene Gegenstand können halt Dopplerwaffen drin sein. Doppler! Lost Knife! Karabin, Gut Knife, alles dabei. So. So, mach mal die erste mal auf. Erster Schlüssel. Welche willst du denn? Du entscheidest die erste. Nein, nur die letzte, genau. Siehst du? Zack. Oh, da war Moertes. Da ist er nochmal. Yeah, das ist gar richtig geil. 20. Richtig geil. Grotto. Grottenschlecht, ja. Aber. Sieht ganz geil aus eigentlich. Ich finde den Style her. Die sieht ein bisschen aus wie die Icarus Fell, aber ist natürlich nur... Ich finde, müsste noch ein bisschen mehr gesprayt werden, nicht nur, sondern auch noch die anderen Teile, also das Zubehör. Das Visier und so? Da war ja nur das Mittelteil. Guck uns gleich nochmal an. Guck uns gleich nochmal an. So, Chromie. Die war das, ne? Nicht so... Das wäre ganz geil, wenn die nicht mehr runtergehen könnten, weil die nächsten müssen quasi ab hier anfangen. Groß. Anders. Viel lila. Ich finde es dumm, dass ich währenddessen einfach noch... Oh, ist der Trick? Ah, Katakomb. Ja, die sieht ganz cool aus. Dass sich die Bilder einfach ändern dann, also während das auch. Komisch, ne? Ja. Ich finde das total dumm. Ist mir vorher nie aufgefallen, ehrlich gesagt. Und hier zum Beispiel... Ich werde verarscht. Bei der hier kann es zum Beispiel sein, dass die Köpfe sind anders angeordnet bei manchen. Zum Beispiel, dass der schräger ist oder der ist gar nicht... Der ist ein Grad schräger geneigt. Ja doch, zum Beispiel... Und 100 Euro wertvoller dadurch. Nee, die ist gar nichts wert. Mein Bruder hat zum Beispiel eine ganz... Ach komm, ganz hast du vorhin gesagt. Die gucken wir uns danach die an. Die ist cool, aber nichts wert. So. Das hast dein Wort, ja? Wir haben es im Video. Dein Wort. Quasi die, was ist wert? Sind 3 Cent was wert? Nein, ja. Aber so ab 10 Cent ist schon... Ab 10 Cent ist gut, ja? Okay. 10 Cent könnte sie was werden. Ich glaube, schwierig. Schwierig. So, also ich sag... Ach nee, sind wir rückwärts gegangen. Nächste rückwärts, jetzt sind wir hier. Ja, genau, das muss so sein. Gucken. Ey, das ist total dumm, dass die Waffen sich ändern. Ich hasse... Oh... Nicht mal die Naga, die Deadly Poison. Ich bin generell nicht der Fan von diesen Waffen, die sind mir ein bisschen zu hässlich. Wie, was, die Waffe an sich meinst du? Ja, also ich weiß nicht, die sieht so schmächtig aus. Die dicken Waffen haben, ja? Oh, ja, ich bin ja auf das dicke Schaf. Und hier sowas hier, was dickes hier. Dick ab. Ja, so dick, so Kara, wie hieß denn die Doppler? Karambit, richtig dick. So, okay. Drück auf Schlüssel benutzen. Das muss doch laufen hier. Oh, dein Ernst? Schon wieder eine MP9. Yay! Ich wollte die unbedingt haben nochmal. Das ganze Double-Button. Alleine links, ein rechts. So, den letzten Klick jetzt ich. Den letzten Klick, du hast gleich Rechtsklick, ne? Rechtsklick, ja. Offenen. Ja, warte, ich mach das über hier. Achso, geht sogar nur eins. Gibt doch nur eine Kiste. Wenn es jetzt besser kommt oder irgendwas Besseres, dann machst du es jetzt immer. Ja, okay, so viel dazu. Malachit. Ah, die ist ziemlich hässlich. Ja, finde ich jetzt auch nicht so toll. Wie nur oben das Teil geändert wurde. Naja, das war nix. Das war nix, Leute. So, aber guck immer den Preis jetzt an, ja. Also generell die Spuren und so. Ja, das ist nicht so. 40 Cent, 38 Cent. Geht besser. Die MP9, minimale und einsatzerprobt. Einsatzerprobt wäre besser, oder? Nee, minimale Brauchspuren ist... Einsatz erprobt ist quasi schon, wurde schon oft im Kampf benutzt, ist schon angebumst. Ja. Schade. 18 Cent. 18 Cent.
Die Katakomben, ja, mal gucken, ob die mehr dezent wäre. Ich glaube schon. Ich sag, sie ist 20 wert. So viel? Oh, guck mal. Nein, 14. Naja, 14. Scheiße. Nicht gewonnen. Die Scar. Ah, ist mal schwierig, ey. Scar. Oh, ja, denkt man nicht. Oh, nimm doch nicht 12. Wie komm ich? Also ich habe 50 plus gelesen, war gerade kurz verwirrt. Aber nee, es sind nur 12. Nee, nicht so. Die war vom letzten Mal, ne? Ja, das waren 5 Waffen wieder gewesen. Ja, das war leider nichts. Ja, schade. Irgendjemand bringt hier Unglück. Und zum Beispiel diesen Aufwendungsvertrag zum Beispiel kannst du nicht zwischen ihm und den hier machen. Weil du kannst. Stimmt, nur Star Trek haben wir, glaube ich, zusammen, oder? Genau, Star Trek mit Star Trek und nicht Star Trek nicht mit. Nicht Star Trek. Star Trek. Krass, alles diese viel wert ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gucken, was wir damit machen, oder? Jo. Tja. Das ist das für den ersten Mal. Guck mal, ich rüste die immer aus. So. Hast du alle mal für beide Teams. So. Ah, siehst du? Das ist euch auch so ein Ding. Du kannst zum Beispiel nur eine Desert Eagle nehmen oder Revolver. Du kannst nicht irgendwie beide Waffen ausrüsten. Das ist natürlich sehr schade. Beschiss. Tja. Tja. Chroma-Kiste. Erledigt. Leider nix. Nix Doppler. Nichts gebracht. Wir haben zwar was doppelt, aber das haben wir nicht gemeint. Aber, ja, das war so nicht unser Plan gewesen. Nee, falsch verstanden. Müssen wir nochmal Gabe Newell anrufen. Tja. Gut, dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Case Opening. Ja, mal gucken, was für Kisten wir dann machen. Auch mal gucken, was kommt. Also wir sind ja nicht immer zusammen. Nee. Schade. Also, auf Wiedersehen. Ja, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.